Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Mennecke, ich bin Geschäftsführer der eStock Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes eStock Trends. Ich begrüße Sie damit ganz herzlich zu einer weiteren Folge von eStock TV, heute mit dem Thema Osteuropa Börsen boomen, aber kaum einer ist dabei. Sie nochmal ganz herzlich zu einer weiteren Folge von eStock TV. Heute mit dem Thema Osteuropa-Börsen boomen, aber kaum einer ist dabei. Sie vielleicht auch nicht, wenn Sie hier den eStock TV zum ersten Mal hören, aber viele von meinen Lesern von eStock Trends sind schon lange dabei, über 10 Jahre, 20 Jahre teilweise, und sind sehr zufrieden mit den Osteuropa-Börsen, weil sie immer wieder Möglichkeiten zur Outperformance haben, die viele Anleger hier nicht nutzen in Deutschland, Schweiz und Österreich, obwohl es ja immer wieder große Chancen gibt. Es ist im Grundsatz immer so, dass in Hochphasen die Osteuropa-Börsen, die westlichen Börsen, klar outperformen können, auch einzelne Aktien, aber in Base-Phasen sie auch sehr viel, viel volatiler reagieren. Deswegen empfehle ich auch immer wieder, wie im letzten Jahr rechtzeitig auch angekündigt, entweder Stop-Loss-Marken zu setzen oder auch entsprechendes Cross-Hedging zu machen. Das können Sie machen, indem Sie den DAX-Future oder Standard Poor's Future einfach shorten mit einem proportionalen Anteil entsprechend zu Ihrem Portfolio in Osteuropa. Ich empfehle aber jedem Anleger, und eigentlich müsste es jeder deutsche Anleger in seinem Portfolio haben, mindestens 10, wenn nicht sogar 20% seines Portfolios in Osteuropa anzulegen, weil Sie dort immer wieder Outperformance-Chancen haben. Sicherlich haben Sie dort illiquidere Märkte, Sie müssen also mehr long-only unterwegs sein, und bei größeren Irritationen es auch absichern ab und zu mal mit DAX Future, das ist sogenannte Cross-Hedging, denn wenn es einen Crash gibt, so einen Corona-Crash wie im März 2020, dann ist es natürlich, aber viele schützen sich dann auch am deutschen Aktienmarkt nicht, besser mal eher in Liquidität zu gehen. Liquidität, dann kann man wieder billig Aktien aufkaufen, also auch vor dem Crash mal. Und wo, wann der Crash genau kommt, weiß man natürlich keiner. Aber ich habe in meinem Börsenbrief immer sogenannte orangene und auch rote Linien, wo sie auf jeden Fall an den großen Westbörsen rausgehen sollen und dementsprechend dann auch an den Ostbörsen. Die laufen dann ziemlich parallel nach unten, wenn es einen größeren Crash gibt, meistens sogar sehr viel tiefer fallen. Also im Grundsatz 10-20% Ihres Portfolios, das ist mein Rat für Sie tatsächlich, in Osteuropa anzulegen. Moskau-Börse ist die liquideste Börse mit den großen Rohstoffwerten, aber auch die Moskau-Börse hat, die Warschau-Börse hat einiges anzubieten, die ist auch relativ liquide, kann man schon fast mit der Wiener Börse vergleichen. Übrigens, die Wiener Börse performt auch in besonderem Maße von den Outperformance-Chancen in Osteuropa, beziehungsweise den guten wirtschaftlichen Entwicklungen Osteuropa. Es ist ja tatsächlich so, und viele wissen das gar nicht, dass die meisten Länder Osteuropas sehr viel weniger verschuldet sind, durch die Corona-Krise teilweise auch nicht so stark litten. Stellar den Rebound schafften, das schaffte sogar Russland, die sind nur um 3% gefallen und sind jetzt wieder 3% gestiegen, haben jetzt also schon wieder das Niveau erreicht, wie in westlichen Länder zwar jetzt auch stark gestiegen sind, aber noch nicht wieder das Vor-Corona-Krisenniveau erreicht haben. Also geringere Verschuldung, Russland zum Beispiel auch mit einer Staatsverschuldung von nur 20%, die Unternehmensverschuldung ist natürlich wesentlich höher, aber auch im Hypothekenbereich und wo man auch hinschaut, hat man eine sehr, sehr geringe Verschuldung. Die höchste Verschuldung übrigens pro Kopf haben die USA mit 67.000 USA. China hat nur 1.000 US-Dollar. Also das muss man auch vergleichen. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist in USA sehr hoch, mit 22 Billionen US-Dollar. Russland hat, wie gesagt, nur eine Staatsverschuldung von 20% und das fast einmalig auf der ganzen Welt. Sie sind sehr gering verschuldet. Zwar daher fast krisenresistenter als Amerika, wenn es mal eine Verschuldungskrise gibt. Momentan ist sie nicht da. Dr. Markus Krall und viele andere haben davor immer gewarnt, vor einer Insolvenzwelle, die kommt Gott sei Dank momentan noch nicht. Von daher jetzt neue Allzeithoch, auch beim DAX 16.000 haben wir geschafft. Auch das ist natürlich sehr erfreulich für deutsche Anleger. Und das bedeutet ein Plus von ungefähr etwas über 16%. Aber sehr viel besser, wie gesagt, haben einige Ostbörsen performt. Gucken wir uns mal ein Detail an. Wie gesagt, das wird ja auch immer im Stock Trends genau thematisiert. Ich habe jetzt nur einen Zettel von der nächsten
den nächsten Börsenbrief. Da haben sie jetzt schon mal die aktuellen Performance-Daten, wo ich immer eine Performance-Rangliste mache. Sie können das hier sehen mit den Top-Performern der Welt, wo wir dann tatsächlich auch in Osteuropa die besten Börsen haben der Welt, wie Sie hier sehen können in Rot. Und da sage ich Ihnen nur mal eine, Kasachstan, wer hat von Ihnen in Kasachstan angelegt? Da wirklich auch fantastische Dividendenrenditen, in Russland auch, von über 10% teilweise und KGVs von unter 10. Also das ist für mich generell für Russland, Kasachstan und viele Länder aus Europas die große Chance, dass Sie dort sehr hohe Dividendenrenditen auch bekommen. Die bekommen Sie ja dann auch gleich Cash nach der, auch in Ihr Depot gebucht, ganz egal, wie die Aktien dann weiter verlaufen. Aber die hier noch gar nicht mal einberechnet. Kasachstan 46% gemacht. Nicht? Da hätten sie also klar den Standard & Poor's und auch den DAX outperformen können. Die ganzen baltischen Länder, Oasen der Stabilität. Ich schreibe ja auch immer Kolumnen. Sie können es entweder bei mir nachlesen auf meiner Homepage www.istock.de oder auch bei Wall Street Online und vielen anderen. Da schreibe ich Kolumnen und da können Sie auch nachlesen, wie gut die einzelnen Ostbörsen performt haben. Estland, also die baltischen Länder, wie gesagt, Oasen der Stabilität, auch ganz geringe Staatsverschuldung, immer höheres Wachstum gab. Nun durch Corona-Krise ist natürlich alles ein bisschen schwieriger geworden, aber auch da sieht man, dass sie sich hervorragend entwickelt haben. Estland plus 35,5% der Tallinn-Index, Bulgarien plus 34% mit dem Sofix-Index, Tschechien plus 32,8% mit dem CTX-Index, als tschechische Börse auch relativ stabil immer. Ukraine ist natürlich sehr viel illiquider, aber jetzt auch 32% im Plus mit dem UTX-Index. Russland 30% gemacht jetzt und 31% mit dem RDX-Index. Der RDX-Index ist auch ein Kunstprodukt der Wiener Börse. Der RTS-Index in US-Dollar ist etwas tiefer. Der ist ungefähr so wie der DAX gestiegen mit 17%. Slowenien mit 31%. Rumänien mit 26,8% mit dem ROTX-Index. Das sind alles Produkte der Wiener Börse, was ich jetzt mal sage, ROTX-Index ist ein Kunstprodukt der Wiener Börse, wo sie in Rumänien performen können. Auch 26,8% natürlich weit besser als der DAX oder der Standard Poor's Index, selbst besser als der Nasdaq Index. In Amerika ist ja wirklich nur das einige wenige, die haben natürlich fantastisch performt, aber irgendwann ist die Party da auch vorbei. Facebook und Co. und Tesla und Alphabet und wie sie alle heißen, Amazon, natürlich fantastische Ergebnisse gemeldet haben und die aber auch eigentlich einige wenige Aktien nur zur guten Performance beigetragen hat, die aber wiederum sehr viel schlechter ist als der Durchschnitt in Osteuropa. Das darf man nicht vergessen. Bosnien, okay, da liegt kaum einer an, 19%. Ungarn, da gibt es auch einen HTX-Index, wo Sie investieren können oder auch einzelne Aktien, die in meinem Börsenbericht beschrieben werden, 18,6%. Da habe ich vor kurzem einen Industriewert vorgestellt, der aus Ungarn, der gleich um 80% gestiegen ist. Ich habe ja auch immer die Aktien des Monats dort, wo sie dann auch eine Auswahl treffen können, was gerade für mich empfohlen wird. Litauen nochmal plus 17,9%, der Wilse-Index, also auch da eine Outperformance-Chance. Dann habe ich immer die Aktien des Monats, wie Sie sehen hier. Letzten Monat war es dann auch, die Landwirtschaft entwickelt sich übrigens sehr positiv in Russland, ist ein Wachstumssektor, genauso wie der Chemiesektor und auch die verarbeitende Industrie teilweise sehr gut, aber auch die Ernährungsstufe, also wir sind wirklich da in einige Wachstumsbereiche, sogar in Russland auch. Natürlich haben die ihre Yahoo ist gewissermaßen ist Yandex, also sie haben auch Wachstumsaktien in Osteuropa. Übrigens, by the way, die Fintech-Aktien sind ja sehr interessant. Nicht? Da habe ich die TCR Group vorgestellt im Dezember letzten Jahres, die ja die Think auf Bank besitzen, eine Fintech-Bank, eine Direktbank, die sehr stark expandiert, schon die drittgrößte Bank in Russland ist und jetzt schon seit Dezember letzten Jahres um 186% gestiegen ist. Dann habe ich hinterher, die war ja ein IPO in Kasachstan, die Kaspi KZ Ihnen vorgestellt, etwas später erst nach dem IPO, die sind seit dem IPO über 100% gestiegen und bei mir als Aktie des Monats, nachdem sie schon gut performt haben, nochmal um 40% seit April. Also sie haben immer bei mir Aktien des Monats, die fantastisch laufen und der ungarische Wirt,
hieß Masterplus Nerd, ist um 87% gestiegen und den hatte ich ja Ihnen im März letzten Jahres vorgestellt. Also auch da immer wieder Spezialaktien in Ungarn, Polen, Tschechien. Polen übrigens sehr interessant, der New Connect Markt, wo es viele kleine Small Midcaps gibt, die natürlich nicht in dem großen WIG-Index, WIG-20-Index drin sind, der schlecht performt momentan. Aber da haben sie auch Verdopplungschancen, auch mit Videospielen. Wir wissen, eine Größen neben Korea, Japan und so weiter sind die eine größten Videoplay-Entwickler. Kommen aus Polen, die haben sehr gute Software entwickelt. Also da kann man Marktnischen finden, wo man ausgesprochen gut performen kann. Eine Aktie habe ich Ihnen letztens auch wieder in meinem Börsenbrief vorgestellt. Also es gibt eine breite Palette von interessanten Aktien, auch in Osteuropa. Sie sollten Ihren Blick mal darauf werfen. Sicherlich, Russland ist mehr abhängig von den Ölpreis, der jetzt aber auch ja seit letztem Jahr um 80% gestiegen ist und in diesem Jahr auch ansehnlich. Auch da habe ich ja immer meine, und das sollten Sie sich auch mal anschauen, es gibt, dass Sie nur auf Rohstoff, auf Öl setzen können, nicht? Von der BNP Paribas. Das ist also die sogenannten ETCs, also Exchange Traded Commodities, die, wo Sie auch auf einzelne Rohstoffe setzen können. Und die haben ja auch sehr gut, die Industriemetalle haben gut performt, Nickel ist jetzt stark gestiegen wieder, Aluminium vorher, Zinn ist stark gestiegen, es gibt Zinnzertifikate. Also es gibt da auch eine breite Palette von Rohstoffen, auf die Sie setzen können. Nun, Gold und Silber haben nicht gut performt, dementsprechend, ich habe ja auch ein Musterdepot mit nur mit russischen Öl-, Gold- und Silberaktien. Das hat immerhin seit Ende Dezember 2019 um 111% ist das gestiegen, wie eine Polius Gold, Petrobras Loss ist jetzt alles korrigiert, wie die ganzen Goldaktien natürlich korrigiert sind, weil der Goldpreis nicht mitgemacht hat. Aber die können auch wieder kommen. Gold wird, glaube ich, noch wieder kommen. Sei es in diesem Jahr oder im nächsten Jahr verlieren sie die Goldaktien, gerade die russischen Goldaktien, die besonders günstig produzieren, bitte nicht aus den Augen. Aber dann gibt es natürlich auch fantastische Dividendentitel im gesamten Rohstoffsektor. Nicht nur eine Gazprom. Eine Gazprom ist übrigens auch von 3,60 also 6,74 gestiegen. Wenn man an Russland denkt, denken viele nur an Gazprom oder eine Lukoil. Die Palette ist auch da sehr viel weiter. Es gibt viele interessante Stahlwerte, die fantastische Dividendenrenditen haben. Von 16-24% Dividendenrenditen. Kaum einer kauft die. Warum eigentlich nicht? ThyssenKrupp denken eine dann, aber dann lieber russische Stahlaktien kaufen, produzieren auch sehr viel günstiger und haben übrigens auch Industrie 4.0 im Auge und so weiter, also entwickeln sich auch weiter. Übrigens, die Corona-Krise ist natürlich ein Problem auch für Russland, über 20.000 sogenannte Infizierte und 800 Corona-Tote, aber das ist natürlich sehr hoch, aber kein neuer Lockdown. Von daher betrifft es die Industrie momentan nicht so stark da es keinen großen Lockdown gibt, ist der Konsum bisher auch in Russland nicht eingebrochen. Im Gegenteil, im nächsten Börsenbrief werde ich mal zwei Konsumaktien, zwei Supermarktketten vorstellen, die auch noch Potenzial haben und uns ja auch schon lange erfreut haben mit super Performance. Eine ist sogar mal um 2000% gestiegen. Auch das gibt es in Russland immer wieder. Die Tenbäcker sind zwar selten, aber sie gibt es und ich finde sie für sie heraus. Also es gibt Chancen im Rohstoffsektor, wie gesagt, können Sie auf einzelne Rohstoffe setzen. Auch das thematisiere ich bei meinem Börsenbrief, werden auch Bitcoin und Ethereum immer thematisiert und andere Kryptowährungen wie der Ripple, aber also die handelbar sind und da auch die haben sich ja wieder, nachdem sie gecrashed sind mit Elon Musk und so weiter, das Problem haben sie jetzt auch wieder aufgeholt und auch das thematisiere ich, also Kryptowährungen übrigens auch sehr interessant, auch die russische Notenbank arbeitet dort an Projekten, um ein Kryptorubel herauszubringen, ebenso viele andere. Da wird es sicherlich noch mehr Regularien geben. Regularien, das war das Hauptthema jetzt in China, deswegen ist eine Alibaba, Tencent und Co. stark eingebrochen, war ja schon vorher schwach. Und ja, viele, wenn dann Banker die oder Bankberater, empfehlen sie oft nur asiatische Aktien oder eben chinesische Aktien, aber keine osteuropäischen, weil sich keiner drum kümmert. Nicht? Fragen Sie mal Ihren Bankberater die Aktien, die ich hier genannt habe, ob sie da irgendwelche Kenntnisse haben. Oft dürfen sie auch nur Fonds oder wenn überhaupt Fonds aus dem eigenen Lager quasi empfehlen, also irgendein Osteuropa-Fonds. Aber Stockpicking wird Ihnen da schwer gemacht. Das finden Sie bei mir im Ostbörsenbrief. Die Stocktrends, drei Ausgaben zur Probe kosten nur 15 Euro, wo ich auch immer
Aktien des Monats habe, wie gesagt, im letzten Mal landwirtschaftlichen bei die Ross Agro, die auch schon wieder um 10% gestiegen ist. Die hätten sie erst in drei Ausgaben kosten 115 Euro, das hätten sie längst wieder drin gehabt. Selbst 150 Euro für ein Jahresabo hätten sie, weil sie 1000 Euro angelegt hätten, schon fast wieder drin gehabt. Also sie können wirklich immer wieder gutes Geld verdienen, solange es gut geht an den Weltbörsen. Das weiß man aber nicht. Ich sage, aber auch das schreibe ich. Ich habe da meine Warnsignale natürlich auch, insbesondere wenn das Tapering beginnt, der Notenbanken, dann sollten sie vorsichtig werden, denn dann bekommen wir wieder weniger Liquidität. Wir haben natürlich überall eine liquiditätsgetriebene Hose. Auch der DAX 16.000 oder Dow Jones über 35.000 ist natürlich liquiditätsgetrieben oder Standard Poor's über 4.600. Das sind natürlich auch die Hauptgründe, dass wir dort eine Geldschwemme haben. Die Geldmenge am 1 wahnsinnig gestiegen. Wenn das wieder zurückgeführt wird, wird es gefährlich. Natürlich auch, wenn die Zinsen erhöht werden, aber die werden ja später wieder erhöht. In Russland oben sind die Zinsen erhöht worden von 5,5 auf 6,5%, um 1%. Deswegen haben wir auch einen relativ starken Rubel. Da sagen wir, okay, da riskiere ich mal, auch eine Rubelanleihe zu kaufen. Da bekomme ich ja einmal noch 7-8%. Wo bekommt man das hier? Überall Minuszinsen, nicht? In der Schweiz erst recht. Also, liebe Österreicher, Deutsche, Schweizer, trauen Sie sich ruhig mal nach Osteuropa. Trauen Sie sich auch mal den Börsenbrief E-Stock Trends zu bestellen. 3 Ausgaben zur Probe kosten ja nur, wie gesagt, 15 Euro per E-Mail und als gedruckte Ausgabe 25 Euro. Wir haben dort auch einmal 3 Musterdepots. Ein goldiges Musterdepot, das behalte ich auch bei, weil ich langfristig weiterhin an Gold glaube, auch wenn wir jetzt eine Goldschwäche haben. Dann habe ich aber auch ein Dividendenportfolio, wenn man so für Sie zusammengestellt, wo Sie die stärksten Dividendenaktien haben. Da ist eine Gazprom natürlich auch dabei und hat auch schon gut performt, aber nicht nur die. Von 20 habe ich dann 10 ausgewählt, dividendenstarke Werte. Und dann habe ich ein Turnaround-Portfolio, was bisher nicht so gut gelaufen soll. Und die sollen Sie ruhig mal im Auge behalten, wie eine VTB-Bank, die mit 3,5 Milliarden Euro ein Rekordergebnis melden werden in diesem Jahr, aber trotzdem nicht so richtig entdeckt werden von der Stellung, aber noch Potenzial haben. Also es gibt auch noch Aktien, die nicht so gut gelaufen sind. Natürlich zählen auch die Fluggesellschaften dazu, wie eine Aeroflot, die noch so bei 4 Euro vor sich hin dümpelt, manchmal doch etwas drunter. Naja, so richtig in die Gewinnzone können sie ja auch erst im nächsten Jahr kommen. Diesen Jahr war noch Corona-Krise. Ich glaube, im nächsten Jahr wird alles ein bisschen abebben und der Reiseverkehr wird wieder etwas zunehmen, weil die meisten dann doch durchgeimpft sind. Sicherlich wird es auch weitere Impfungen bedarfen und von daher auch eine BioNTech und so weiter Moderna durchaus behalten. Aber nicht die osteuropäischen Aktien aus den Augen verlieren. Da gibt es auch die Sputnik und so weiter und den chinesischen Impfstoff, der hier noch immer nicht anerkannt wird. Das ist jetzt ein anderes Thema, möglicherweise sogar ein politisches Thema, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird uns natürlich drei Sachen in Zukunft sehr beschäftigen. Das eine ist tatsächlich die Zinspolitik der Notenbank und die Geldpolitik und vor allen Dingen, wann sie das Tapering beginnen. Das müssen wir sehr darauf achten. Das zweite ist Klimawandel. Überall brennt es, nicht? In Russland übrigens auch starke Weltbrände, nicht nur in Kanada, Griechenland, Italien, Türkei, sondern auch in Russland. Und das ist ein Problem. Putin hat das erkannt. Auch die Permafrostböden da, wenn die auftauen da. Norilsk Nickel musste 1,9 Milliarden Umweltstrafe vor kurzem zahlen, weil ein Dieseltank da ausgelaufen ist. Weil die ganzen, die sind so auf Fehlen, ja, aufgestockt quasi da, das einbricht und dann, ja, hat man das Malheur da. Also Klimawandel ist auch für Russland ein Thema und natürlich die weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen. Ich habe immer einen langen Strategieteil bei mir, wo ich auch die deutschen Aktien, die amerikanischen Aktien und so weiter mit bewerte und ihnen da Ratschläge gebe. Also Sie haben die Weltbörsen, muss man beide beachten, wir haben aber auch Chancen an den Ostbörsen. Und ich wünsche Ihnen und empfehle Ihnen, dass Sie auch jetzt mal einen Blick auf Osteuropa werben. Go East bleibt mein Motto und wer schon drin ist, bleiben Sie in den Ostbörsen treu. Ich bedanke mich sehr, dass Sie mal wieder zugehört haben. Empfehlen Sie mich gerne weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Gerne Daumen hoch und liken in Ihren Netzwerken. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Woche. In Deutschland haben wir Gott sei Dank nicht diese Hitzewelle wie in Südeuropa jetzt. Und genießen Sie den Sommer noch, solange Sie können. Und bleiben Sie den Osteuropa Börsentreu, falls Sie in Osteuropa schon angelegt haben oder
versuchen Sie jetzt neu, die Ostbörsen zu entdecken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Alles Gute, bis zur nächsten Akquisition.